Ja, schönen guten Morgen hier am roten Sofa am DVZ-Stand. Ich habe zwei Herren hier sitzen vom Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services. Das bedeutet beim Kongress in der Regel, es geht um die Top 100-Studie. Wir haben gerade schon gesehen, hier Martin Schwemmer gehört zu den Zuschauern. Er ist ja jetzt bei der BVL. Er ist ja dieses Jahr dahin gewechselt und hat ja vorher diese Studie betreut. Jetzt haben wir also hier zwei Herren sitzen und es wird sich auch noch auflösen, warum das so ist. Also einmal ist das der Uwe Ferres-Homm und er hat sich intensiv mit den Zahlen dieses Jahr beschäftigt zum Logistikmarkt. Da werden wir gleich drüber reden. Und dann ist es noch der Professor Ralf Blum. Und ja, welche Rolle er spielt, das werden wir jetzt bald erfahren. Aber vielleicht einmal kurz zu den Zahlen. Ich glaube, heute kam auch noch mal eine Pressemitteilung raus. Da steht es auch noch mal geschrieben und wir haben es auch schon geschrieben. 5% Wachstum im Jahr 2021. Das klingt recht viel. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie das zustande kam? Was wir ja gemacht haben, ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des deutschen Logistikmarktes zu vermessen, wie jedes Jahr. Und was wir dort tun, ist sozusagen drei unterschiedliche Wege zu beschreiten, um diese volkswirtschaftliche Wirkung und auch Entwicklung der Logistik zu fassen zu bekommen. Wir sind jetzt bei 294 Milliarden Gesamtmarktvolumen gelandet. Über diese drei Wege. Wir schauen uns also an, wie sich die Beschäftigung, das Transportvolumen, auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage entwickelt. Und tatsächlich 5% Wachstum. Das heißt, wir haben die Corona-Delle mehr als ausgeglichen, die im Jahr 2020 zu beobachten war, die auch überraschend gering ausgefallen ist. Und tatsächlich 5% Wachstum, ungefähr die Hälfte davon realwirtschaftlich zu erklären. Also echtes Nachfragewachstum, was jetzt Beschäftigte, was Transportvolumen angeht, 2,6%. Die anderen 2,4% haben einen nominalen Grund. Ne? Mhm. Preissteigerungen, die da dahinter stecken, die tatsächlich hinter diesem Wachstum stehen. Mhm. Aber die gute Nachricht, Logistik mit einem Rekordwert von 294 Milliarden Euro in Deutschland im Jahr 2021. Geht es ja stramm auf die 300 Milliarden Euro Marke jetzt zu. Können Sie vielleicht nochmal so, also wir können ja nicht in alle Details gehen, in alle Teilsegmente einsteigen, aber gibt es so ein Ergebnis da so auch aus den Teilsegmenten, was Sie nochmal besonders hervorheben würden oder gab es da was Überraschendes, was Sie hier vielleicht nochmal erzählen wollen? Naja, wir schauen uns ja an, welche 10 Teilsegmente sich wie entwickeln, die unterschiedlichen Bereiche im Logistikmarkt. Tatsächlich, das Wachstum war vor allem im Bereich der Luft- und Seefracht zu verzeichnen. Dort gab es halt einfach deutliche Mengensteigerung wieder nach dem deutlichen Knick nach unten im Corona-Jahr 2020. Und auch der Cap-Markt ist absolut und real gewachsen. Das waren so die dynamischsten Märkte. Wo relativ wenig passiert ist, war tatsächlich die Kontraktlogistik. Da hat man es ja über 10 Jahre lang mit einem sehr dynamischen Wachstum, auch Outsourcing getrieben zu tun. Und an der Stelle ist es mehr oder weniger bei dem geblieben, wie es war. Also 80 Milliarden Euro ungefähr im Kontraktlogistikmarkt. Okay, jetzt haben wir ja noch eine Besonderheit in diesem Jahr. Die Top 100-Studie hat nämlich gar keine Top 100. Also es gibt sozusagen, es wurde kein Ranking erhoben. Und da sind wir dann auch bei Professor Ralf Blum, denn es läuft eine Weiterentwicklung dieser Studie, die es ja, glaube ich, schon seit über 25 Jahren gibt. Können Sie da schon was verraten? Also Sie sind ja Leiter, das muss ich eigentlich überhaupt noch mal sagen, Leiter der Gruppe Future Engineering. Also das klingt schon sehr irgendwie nach Zukunft und Weiterentwicklung. Können Sie da schon was verraten, wo sich diese Studie hinentwickeln wird? An was arbeiten Sie da? Also ich muss vielleicht vorausschicken, dass sich ja in den letzten 10 Jahren die Paradigmen der Marktforschung insgesamt ja mal verändert haben, wenn man in die Breite schaut. Ne? Wenn vor 10 Jahren, sage ich mal, das Thema noch war, wo kommen wir an die Daten ran, ist das heute nicht mehr das große Thema. Wir haben heute sehr viele Daten. Die Frage ist, wie können wir diese Daten wiederum sinnvoll erheben, analysieren und aus diesem riesen Konvolut aus Daten wiederum Fakten ziehen. Da gibt es interessante neue Ansätze, die wir verfolgen hier über die maschinelle Verarbeitung von Text, von unstrukturierter Information. In 2018 kamen zum Beispiel neue Sprachmodelle auf dem Markt verfügbar. Eins, BERT von Google, was es uns heute erlaubt,
über ein trainiertes neuronales Netz aus Texten, zum Beispiel Mediatexten der Logistikbranche oder von Homepages der Unternehmen oder viele andere, die wir sammeln können, mit einem neuronalen Netz Inhalte über Fragen und Antworten sehr gezielt rauszuziehen, maschinell. Und man kann sich vorstellen, wenn wir hier von 50, 100.000, vielleicht sogar deutlich mehr Texten reden, dass solche Unterstützung natürlich uns es ermöglichen, deutlich mehr Informationsquellen ranzuziehen einerseits, ne, aber auch sehr punktgenau das zu erheben, was wir für eine Top 100 der Zukunft benötigen. Das heißt also, wir werden in Zukunft das ganze Thema maschinelle Erhebung weiter ausbauen. Wir werden es aber auch kombinieren mit den uns bekannten tradierten Formen der Marktforschung, der Erhebung und beides zusammenführen. Da ist ein Initialaufwand notwendig. Aus dem Grund haben wir eben jetzt einmal pausiert und es bleibt dann eben spannend mit den Top 100 fürs nächste Jahr. Okay, ja, da bin ich auch schon und Sie sicherlich auch alle sehr gespannt. Also es klingt sehr technisch, künstliche Intelligenz steckt da offenbar dann mit drin. Jetzt haben wir hier am Stand auch noch die alten Top 100 liegen, die noch in so einem dicken Buch erschienen sind und ich kann zumindest noch ein PDF. Was heißt denn das jetzt technisch für die Top 100? Also gibt es dann eine digitale Plattform oder wie muss man sich das vorstellen und wie bekommt man da den Zugang? Hat dann jeder Zugang? Ist das kostenpflichtig? Können Sie dazu den Plänen was sagen? Es waren nicht viele Fragen auf einmal. Ich fang mal bei der ersten an. Also auch hier gehen wir ein bisschen mit der Zeit, muss sagen. Es ist natürlich super, ein Kompendium zu haben, das die Informationen zusammenträgt. Aber wir haben eben auch gelernt aus den Gesprächen mit den Nutzern, dass die Anforderungen, die Wünsche an eine Informationsgrundlage unterschiedlich sind. Ein Verlader hat andere Informationsbedarfe als beispielsweise ein Dienstleister oder gegebenenfalls auch jemand aus der Finanzwirtschaft. Und die Idee ist es zu sagen, dass wir einerseits eine Plattform aufbauen, bei der sich jeder zugeschnitten die Informationsformate, die, ich sag mal, Zusammenstellungen machen kann, die wirklich notwendig sind für bestimmte Entscheidungen. Ob ich jetzt Wettbewerbsbenchmarking mache, ne, oder wie ich sage, ich suche gegebenenfalls einen Dienstleister oder ich möchte mir ein Bild machen über die Startup-Szene in der Branche. Das ist vielleicht ein neuer Inhalt, den wir jetzt gerade vorbereiten als einen Hinweis. Ne. Das können wir damit dynamisch machen und wir sind auch nicht mehr gebunden an die Einjahresfristen der Aktualisierung, sondern wir können Inhalte auch fortlaufend aktualisieren und bereitstellen. Das heißt, es wird eine Plattform werden, die eben auch wächst, dynamisch wächst und es wird eine Plattform sein, auf der einerseits mit Sicherheit Inhalte frei verfügbar sind von Interesse. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, sich Pakete zusammenzustellen und natürlich dann dafür auch einen entsprechenden Gegenwert zu entrichten. Wird es auch eine App geben? Wir mögen ja alle diese Apps auf den Smartphones. Ist sowas irgendwie geplant? Also zunächst mal ist natürlich die grundständige Frage, die Datenstruktur selber einmal zu definieren und so aufzubauen, dass wir die Flexibilität haben, diese verschiedenen Zustände zu machen. Aber selbstverständlich, wenn ich sage, es soll responsive sein, wäre das ein weiterer Schritt. Aber die App würde ich für nächstes Jahr nicht zusagen. Okay, also klingt auf jeden Fall spannend. Also mal sehen, nächstes Jahr auch hier auf dem Sofa, da werden Sie wahrscheinlich schon wieder etwas mehr erzählen können. Jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen mit Uwe Ferresom in die Zukunft blicken. Und wenn ich sage Zukunft, da belasse ich es mal bei diesem Jahr. Ich glaube, mit dem nächsten Jahr fangen wir gar nicht erst an. Aber wenn wir jetzt den Logistikmarkt angucken, letztes Jahr 5%, nominal war das ja. Was denken Sie denn so, wenn Sie sich so die Wirtschaftszahlen bisher angucken? Es geht ja langsam aufs Ende des Jahres jetzt zu. Wie viel könnte es denn dieses Jahr werden? Mehr als 5 sogar oder weniger? Also tatsächlich schwer genug, dieses Jahr eine ordentliche Aussage zu treffen. Wir sind zwar schon relativ weit im Jahr, aber die aktuellsten Konjunkturprognosen wurden ja jetzt auch gerade erst zurückgenommen. Das heißt, wir werden es definitiv mit einem Wachstum zu tun haben. Angesichts der Preissteigerungen im Markt wird es da ein nominales Wachstum geben. Ja, ich glaube, wir werden die 300 Milliarden auch übertreffen. Aber wie sich das konkret dann auf den realen Markt auswirkt, wie viel echtes Wachstum dahinter steht, was Köpfe und Volumen angeht und was davon wirklich nur Preissteigerung ist, traue ich mir im Moment noch nicht zu sagen. Wird sich im Laufe des Herbstes und des Winters erst zeigen. Ich glaube, die Logistikweisen haben gesagt 0,5% reales Wachstum dieses Jahr nur.
Das Nominale war deutlich höher, also auch über 5, über 8, glaube ich sogar. 0,5 würden Sie da mitgehen, also schon eher so ein echt kaum noch ein reales Wachstum dieses Jahr für die Logistik? Was tatsächlich für uns spannend ist, ist die Bestände genauer anzuschauen. Denn die sind im Moment hoch. Man kriegt die volkswirtschaftlich nicht so gut zu fassen wie beispielsweise in den Staaten. Aber an der Stelle müsste eigentlich tatsächlich jetzt eine Situation da sein, wo das wieder versucht wird abzubauen oder abgebaut zu werden. Und dementsprechend wird es interessant. Wie gesagt, wie viel davon real wird, werden wir nächstes Jahr wissen. Okay. Vielen Dank. Also es bleibt spannend mit den Top 100 und mit dem Logistikmarkt. Und vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast auf dem roten Sofa waren. Ja.